große Autoklau. I want you to steal me some gang car so we can do some naughty thing on our enemy turf. I want me a Mafia Sentinel, a Yakuza Stinger, and a Diablo Inferno so we can hit up any gang in Liberty. Drop them off at the garage in Newport and hear this. They're no use to me, all broke up now. Okay, Diablo und Mafia-Fahrzeuge habe ich nichts dagegen. Yakuza, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich nicht unbedingt so ein Fan, dass wir jetzt da quasi unsere Freunde, die Yakuzas, hintergehen müssen und den Yadis einen Ding liefern. Aber komm, wenn wir es nicht tun, tut es irgendjemand anders. Ich fahre jetzt wieder nach. Na, das ist die U-Bahn, scheiße. Ich muss immer eine andere Karre nehmen hier, weil das dieser Karre ist nicht unbedingt so der Hammer. Gibt es irgendwo einen schnellen Wagen? Okay, der Ding geht auch, der Kuma. I didn't even notice I've been hit. After that, I was hooked on Liberty City Telefon. I watch it every day in the hospital. Genau, also wir müssen einen Mafia Sentinel, einen Yakuza Stinger und einen Diablo Stallion. Genau. Jetzt der Diablo Stallion, der gibt's im Diablo Gebiet in Hepburn Heights. Den Mafia, den gibt's einen dort in St. Marks. Und den Yakuza Stinger, den gibt es ja bei, wie heißt sie schon wieder? Bei Azukas, ja, dort wo sie wohnt auf jeden Fall. Jetzt gibt es ein Problem. Die Mafiosis und die Diablos sind uns ja feindlich gesonnen. Und, das Hauptproblem sind wohl die Mafiosis, weil die mit, Schrotflinten auf uns schießen, sobald sie uns sehen. Jetzt haben wir aber rausgefunden, das ist das für ein Auto, das stand jetzt immer schon da. Keine Ahnung, egal. Jetzt haben wir herausgefunden, dass es hier eine coole Abkürzung gibt, wie wir zur Villa von Don gelangen, und dort parken ja immer Mafia Sentinels. Das heißt, wir können uns einen Mafia klauen, ohne dass wir von denen beschossen werden. Ich komme nicht drauf. Egal, ich brauche das Fahrzeug sowieso nicht mehr. Eben, hier sind nämlich keine Mafiosis. Das heißt, ich kann mir in Seelenruhe hier einen Mafia-Sentinel nehmen. Ganz gechillt zurückfahren. So. Na, das Auto ist nicht nur praktisch Schrott, das Auto ist Schrott. Das heißt, ich muss schauen, dass ich da ein bisschen hier runterfahre. Zum Glück steht ja noch einer dort. Na, wahrscheinlich ist jetzt, ja eben, St. Mark sollte ich nicht fahren, weil eben haben Schrotflinten, aber ich glaube, ich muss hier. Hier ist ja eine Mauer, durch die Mauer können sie nicht schießen, genau. Ich muss hier durch, weil. Ich darf nicht kippen, ich darf nicht kippen, ich darf nicht kippen. Boah, geschafft. So. Jetzt. Naja, wir reparieren es schon, aber zuerst müssen wir schauen, dass wir Land gewinnen. Eben, ihr seht, hier wird schon geschossen. Das sind jetzt die Diablos, die schießen. Thank you.
So, jetzt sind wir zurück in Staunton. Jetzt schnell ein Paint Spray, das Auto reparieren und dann das Ding ja das abgeben. Und dann müssen wir aber nochmal nach Hepburn Heights und ein Diablo-Fahrzeug klauen. Und dann haben wir es eigentlich den gröbsten, also den schlimmsten Teil quasi schon überstanden, weil dann ja ihr User-Stinger, den bekommen wir leicht. Mal überlegen den. Nein, ich hole den Jakobus-Dinger zuletzt, weil. Oder soll ich kurz holen? Ich weiß gar nicht. Ja, mal schauen. Okay, diesmal ist die Garage woanders. Nicht hier in der Nähe. Okay, dann mache ich jetzt doch zuerst den Yakuza's Dinger. Jetzt rein von der Distanz her. Ah, hier ist eine versteckte Garage. So. Ah, jetzt. Mafia-Wagen besorgt. Gut. Holen wir uns noch den Yakuza-Dinger. Ah, die Triade. Ich habe gerade überlegt, welche Gang welches Fahrzeug hat. Also, das Kartell hat den Kartellkreuzer. Eben die drei Bandenfahrzeuge, die wir jetzt besuchen, besorgen müssen, kennen wir ja auch schon. Und dann gibt es noch Triaden, habe ich überlegt. Die Triaden haben ja diesen Fischtransporter. Ah, hier, genau. Hier, genau. Hier geradeaus. Hier gleich um die Ecke, also das Einzige, ich muss schauen, dass ich ihn nicht jetzt beschädige. Weil dann hole ich mir lieber einen neuen, weil da Paint Spray die Fahrt. Oh oh. Aber ich glaube, er hat nichts gesagt, also ich glaube, er sollte das akzeptieren. So. Yakuza-Wagen besorgt. Gut, dann bleibt nur noch der Diablo Stallion. Aber damals, da fahre ich einen anderen Weg und zwar. Und eben das war die Mission, die ich eigentlich geplant hatte, wo ich Import-Export-Wagen nach Portland bringen wollte. Für den Hinweg und auf den Rückweg dann gegangen. Aber eben das habe ich ja dann anders gelöst. Und ja, eben weil zur Import-Export-Garage fahren. Ich glaube, es hätte sich vielleicht schon gelohnt, aber kommt das wenige Zeit, das wir da eingespart haben. Und jetzt ist es sowieso schon vorbei. Also, egal. Sorry. Also, ab nach Hepburn Heights zu den Diablos. Ja, wir sind ja so beliebt hier in Portland. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, ich zeige euch das einfach. Ah, nein, wir fahren gar nicht durch. Ist es schon? Nein, Rundlicht. Ich weiß gar nicht, wo die Mafiosi sind. Die sind in St. Marks, aber
Ja, genau. Oh. Eine andere Waffe, eine automatische. Also ich glaube, ich sollte mich hier verpissen. Fahrzeug, aber welches ist das jetzt schon wieder? Ich habe das Fahrzeug von den Yadis im Kopf. Werde ich mal ein bisschen hin und her. Ich glaube, ich renne mal schnell in mein Versteck und hol mir dort neue Panzerung. Aber ich höre jetzt irgendwie Sound und der Sound kommt doch von denen ihren Faden. Ah, da ist einer. Komm, da ist einer. Weißt du was? Komm. So. Puh, wir haben es doch lebend aus Hepburn Heights rausgeschafft und ich hoffe nicht, dass wir jemals wieder in dieses Gebiet zurückgehen müssen, weil, ja. Ihr habt ja gesehen, das wird nicht schön. Fahren wir hier an den Triaden vorbei. Wollte ich anders fahren. Und eigentlich möchte ich das Auto nicht beschädigen. So, müssen wir nicht hoch. Aber das schafft er natürlich nicht. Puh, und jetzt nur noch ganz vorsichtig über die Brücke. Boah, und dann haben wir es geschafft. Ja, das war noch eine ziemlich nervenaufreibende Mission. Wir sind fast da. Boah, nachher muss ich unbedingt speichern, ey. Diablo-Wagen besorgt und Mission erfüllt. Boah, bin ich erleichtert. So, jetzt speichern und dann machen wir die, ich glaube, es ist die letzte Mission von King Courtney. Und ich hoffe, wir müssen nicht wieder in feindliches Gebiet.
So, jetzt hier noch die Weste auffrischen. Und gespeichert.